die gleiche Differentialgleichung, nur mit einem definierten Anfangswertproblem, nämlich y von 3 soll 3 sein. Und ich löse hier über die Erhaltungsgrößen, ja. Dazu nehmen wir eine Lösung an, eine nicht triviale Lösung. Ja, nicht triviale Lösung der Differentialgleichung. Ich kürze es ab an der Stelle. Und daraus folgt, naja, wenn das eine Lösung sein soll, dann kann ich die natürlich einsetzen. Und es ist gelöst. Ja. So, jetzt kann ich hier an der Stelle mit ja, minus Phi hoch minus 3 multiplizieren. Dann habe ich auf der rechten Seite 1 stehen und hier hätte ich minus Phi hoch minus 3 mal Phi Strich. Das ist aber äquivalent zu minus 1 dividiert durch Phi hoch 3 mal Phi Strich minus 1 ist 0. Ja, das ist aber äquivalent zu dieser Aussage. Das ist doch nichts anderes als die Ableitung nach x von Phi hoch minus 2 dividiert durch 2 minus x. Ja, denn das abgeleitet ist ja gerade das. Das Ganze muss 0 sein. So, daraus folgt, dann muss Phi hoch minus 2 dividiert durch 2 minus x konstant sein. Und die Konstante, die benenne ich an der Stelle mit C-Schlange. Und sie ist Element aus den reellen Zahlen. Und das gilt natürlich für alle, ja, x aus dem entsprechenden Definitionsbereich, den wir an der Stelle noch nicht näher definieren, sondern wir sagen, das gilt für alle x aus den reellen Zahlen. Ja, denn das ist ja konstant. Egal, was für ein x sich einsetzt, der Wert hier ist immer der gleiche. Ja gut, dann kann ich aber hier an der Stelle das Ganze wie folgt schreiben. Das ist Phi hoch minus 2 dividiert durch 2 ist gleich x plus c Schlange. Ja. So, das kann ich an der Stelle klammern. Mit 2 multipliziert folgt dann Phi hoch minus 2 ist gleich 2 mal x plus c Schlange. Das aber ist äquivalent zu, naja, 1 dividiert durch 2 mal x plus 2 mal c Schlange. Und hier steht, naja, das ist ja 1 durch Phi Quadrat, dann wäre hier Phi Quadrat zu setzen. Jetzt sage ich hier an der Stelle mit 2c Schlange gleich c Element aus den reellen Zahlen folgt dann zunächst, ja, ich kann die Gleichung drehen. Phi Quadrat ist gleich 1 dividiert durch 2x plus c. Ja, mit c aus den reellen Zahlen. Das Quadrat stört, das bekomme ich mit der Wurzel weg. Also daraus folgt, unter Verwendung der Wurzelrechnung, ich erhalte Phi zu dem Zeitpunkt plus minus Wurzel über 1 ist 1. Also habe ich hier 1 dividiert durch Wurzel über 2x. Plus c und c ist aus den reellen Zahlen. So, das wäre zunächst die Lösung. Aber wir brauchen ja eine Lösung für das entsprechende Anfangswertproblem. Das Anfangswertproblem ist sicher nicht mit beiden gelöst, denn es soll ja gelten, ja, y an der Stelle 3 soll 3 sein. Zu dem Zeitpunkt kann ich natürlich hier wieder Phi ersetzen. Oder schreiben wir, wähle Phi gleich Y. Soll ja gelten, Y an der Stelle 3 ist 3. Ja? Also schauen wir mal, was passiert.
Wähle jetzt Phi gleich Y und es soll gelten, Y an der Stelle 3 ist 3. Ja, dann folgt daraus, na, ich setze mal ein, ja, in diese Lösungen. Und ich entscheide mich erstmal für eine, für die positive. Wenn das gleich die ist, die wo die richtige Aussage liefert, nämlich y gleich 3 für die Stelle 3, ja, dann habe ich die Lösung des Anfangswertproblems. Dann brauche ich dieses Minus gar nicht mehr überprüfen. Also wähle ich das positive Vorzeichen zunächst und dann setze ich hier ein 2 mal 3 plus c. Dann hätte ich hier zunächst 1 dividiert durch Wurzel über 6 plus c. So, ich kann aber jetzt hier einen Trick machen, um diese unangenehme Wurzel wegzubekommen. Ich quadriere das mal. Dann hätte ich hier y an der Stelle 3 zum Quadrat. Würde ja dann diesen Wert auf 9 hochsetzen. So, und dafür habe ich dann auf der rechten Seite diese Wurzel weg, ja? Also habe ich hier 6 plus c. Jetzt schaue ich mir eben nur diese Gleichung an, ja? Also, daraus folgt, 9 mal 6 plus c ist gleich 1. So, das wiederum kann ich ausrechnen, ist äquivalent zu 9 mal 6 sind 54 plus 9 mal c minus 1 ist 0. So, dann hätte ich hier 53 plus 9 mal c ist 0. So. Daraus folgt, naja, c kann ich jetzt auflösen. Das wäre minus 53 Neuntel. So. Also, man beachte, y3 gleich 3 ist äquivalent zu y an der Stelle 3 zum Quadrat ist 9. Ja? Also haben wir unsere Konstante. Jetzt überprüfen wir eben die Lösung. Also Probe. Y an der Stelle 3 ausgewertet ist, ja, 1 dividiert durch Wurzel über 2 mal, jetzt die Stelle einsetzen, 3. Und die Konstante soll sein minus 53 Neuntel. So, dann habe ich hier an der Stelle 1 dividiert durch, ich habe hier 6 und hier habe ich 9. Also muss ich mit 9 erweitern. 6 mal 9, Neuntel minus 53 Neuntel. Naja, jetzt kann ich auf einen Bruch schreiben, dann habe ich hier 1 dividiert durch Wurzel über. Ja, 54 minus 53 Neuntel. Ja, an der Stelle sehe ich, hier steht 1, also habe ich letztlich, na, muss ich hier plus schreiben, habe ich letztlich y an der Stelle 3 ist gleich 1 dividiert durch 1 dividiert durch 9. Ja, aber das ist ja nichts anderes als 1 dividiert durch ein Drittel. Ja, so. Ja, denn Wurzel aus 9 ist 3. Hier ist der große Bruchstrich. Also tatsächlich, wenn ich den Bruchstrich jetzt noch auflöse, habe ich y an der Stelle 3 ist 3. Daraus folgt, unser Anfangswertproblem wird durch diese Funktion hier gelöst. Y an der Stelle x ist gleich positives Vorzeichen 1 plus beziehungsweise 1 dividiert durch, Entschuldigung, Wurzel über 2x minus 53 Neuntel. So, das ist die Lösung des Anfangswertproblems.